Heute geht's into the wild. Da muss alles sitzen. Ich habe ja heute einen Kocher dabei, auf dem ich kochen will. So einen ganz kleinen. Ich blende mal ein Foto ein. Wo ich genau so Zeug als Zunder brauche. Das habe ich jetzt hier am Flugplatz gefunden. Und ich denke, das nehme ich mit. Man weiß ja nie, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. So, das Reisig packe ich hier in den Fußraum. Da stört es niemanden. Ja, moin moin und herzlich willkommen in der Delta Mike Charlie Charlie Victor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich mache heute was ich schon lange mal machen wollte. Und zwar mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen an einen coolen Platz, der ein bisschen in der Natur liegt auch. Da mit meinem Zelt, Isomatte, Schlafsack, kleiner Kocher, eine Nacht verbringen, schön in der Natur. Welcome to the wild, wild west. Ja, und am nächsten Tag gemütlich beim Sonnenaufgang Müsli essen, noch ein bisschen die Natur genießen und wieder heimfliegen. Es geht nach Völklershofen. Völklershofen ist nordwestlich 5 Minuten von Echo Delta Sierra Hotel von Backnang, falls ihr das kennt. Von hier jetzt, ich habe Rückenwind, 45-50 Minuten circa. Eine schöne Entfernung für so eine Aktion. Ja, und ich freue mich drauf. Mein Co-Pilot heute, ich zeige euch mal, ist mein Rucksack. Hier ist ordentlich fett. Ich habe es gerade schon im Vorspann gezeigt. Ich habe ein bisschen Holz mit rein, das sehr schön trocken war. Mein Schlafsack, Isomatte. Ja, und da hinten noch so ein bisschen Gerödel, was man halt so braucht. Ich habe leider diese Kamerahalterung vergessen. Das habe ich aber gerade gemerkt. Und jetzt liegt die Kamera hier drüben. Ja, jetzt habe ich die zwei Kameras hier. Und den Ton nehme ich im Moment auch wieder oldschool auf. Mit dem Kabel, weil ich das Wunderkabel noch nicht verbaut habe. Muss ich mich mal bei Gelegenheit rantasten. Ja, schön. Wir werden heute auf der Piste 3.1 starten, weil wir einen ordentlichen Nordwind haben und ja, mit Rückenwind brauche ich jetzt gerade nichts mehr. Ja, das ist heute so eine Art Bush-Pilot-Flug, sage ich jetzt mal, wobei Bush-Pilot und Deutschland zusammen in einem Satz schon eher zum Lachen ist, weil weder Tiefflug hier erlaubt ist, noch Landen mitten in der Natur auf Sandbänken und so weiter. Also es ist schon sehr streng geregelt bei uns. Wenn man da die Videos anschaut von den Bush-Piloten in... auf den Sandbänken landen, direkt neben Flugzeugen Feuer machen, ihr Zeug grillen und da pennen, das ist schon sehr nice. Das ist bei uns nicht möglich, sowas. Sehr schade. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Haufen cooler Outdoor-Ausrüstungen dabei. Die zeige ich euch vielleicht nachher nochmal kurz im Video, dass ihr so seht, was ich dabei habe. Das wird jetzt auch nicht wirklich mehr werden, wenn ich 5 Tage wegbleibe. Also der Unterschied zwischen einem und 5 Tage ist eigentlich immer nur ein bisschen Wasser und ein bisschen Essen. Und der Rest bleibt gleich. Zelt, Isomatte, Schlafsack, Zahnbürste, Klamotten und so weiter und so fort. Deswegen ist die Kiste so voll gepackt. Und das ist natürlich jetzt auch ein Nachteil, wenn man großes... oder ein Vorteil, wenn man ein großes Flugzeug fliegt, da hast du jetzt Platz für den ganzen Scheiß. Ich könnte jetzt keinen mehr mitnehmen, ne? Hat alles Vor- und Nachteile. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen, ne? Jetzt habe ich die Kamera hier oben reingeklemmt, ne? Na, schauen wir mal, wie die Aufnahme ist. Geil. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir uns raus. Die Delta Charlie Victor geht auf die Piste 3.1 und startet. Okay, Choke ist draußen, Startlicht an, Benzinpumpe an. Klappe ist gesetzt. Benzin passt auch. Ist gut eingegeben hier in den Bordcomputer. Okay, dann würde ich sagen, Feuer. Ja, man merkt mit dem Reifen, die ich gerade aufgepumpt habe, rollt viel besser die Kiste. Hier vor uns haben wir Bad Neustadt an der Saale. Ihr könnt es auf der Außenkamera sehen. Ja, ihr seht es ja selber am Wetter. Es ist komplett bedeckt. Die Sonne spitzt hier und da mal raus. 7/8 würde ich jetzt noch nicht mal sagen. Eher 7,5/8.
Die sichtbarsten sind allerdings Oscar. Also fast schon Charlie, würde ich sagen. Das ist wirklich sehr weit. Also locker 30 Kilometer. Locker. Vom Wind her, wir haben einen Wind aus zwischen 350 und 10 Grad mit ja, so circa 3 Knoten, 2 bis 3 Knoten. Am Zielflugplatz haben wir einen Wind von circa 60 bis 70 Grad und haben da die Piste 08 unter anderem. Ja, genau. Und das wird sie dann wahrscheinlich auch werden, ne? Dann habe ich den Wind so fast von der Nase. Es ist auf jeden Fall verdächtig leise auf Langen. Komisch. Wir melden uns auf jeden Fall mal an. Wir haben jetzt 3000 Fuß. Oft ist es so, wenn ich hier unter 3000 Fuß bin, dann kriegen sie mich noch nicht so rein. Weiß nicht, was da abschirmt. Ob es die Rhöne ist oder... Langen Informationen. Die Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor. Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor. Lange ist mir schon guten Tag. Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor, eine SK9, VFR-Flug von Neustadt-Saale, Echo Delta, Foxtrot Delta, nach Völklesshofen. Das ist 5 Minuten nordwestlich von Echo Delta Sierra Hotel. Bin im Moment 5 Minuten südlich von Neustadt-Saale in 3000er, bitte Verkehrsinfo. Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor, verstanden. Squawk 6310, QNH 1034. 6310 und die 1034, die Delta Mike Charlie Charlie Victor. Delta Mike Charlie Charlie Victor, rufen Sie das bitte meinen Kollegen auf der 129,95. Delta Mike Charlie Charlie Victor, ich wechsle auf die 128,950, danke. Oh Mann ey, ist ganz schön bockig ey, da wo die Sonne durchknallt, da zieht es ganz schöne Fäden nach oben noch. Also ich finde ja meinen Flugplanungszettel richtig, richtig cool, nach wie vor. Ne? Ich habe auf einen Blick alles drauf, ne? Was ich für Gewicht an Bord habe, wie schwer ich bin, Flugplatzhöhe, Zielflugplatz jetzt 1293, Flugplatzrichtung, Platzrunde, Funk ist drauf, Garfor, NOTAM, Wetter, Langen, Frequenzen, Notizen, es ist alles drauf, wirklich. Und ich finde es schon cool. Also wer den Zettel will, der entwickelt sich natürlich ständig, ja. Wer den will, soll mir auf Instagram oder Facebook mal schreiben, dann packe ich das als PDF rein und schicke euch zu. Überhaupt kein Problem. Also der ist wirklich auf einen Blick hast du da alles. Finde ich total cool. Und ich muss gar nicht in den 1000 Blättern drin rummachen, ne. Neulich hat mich wieder einer angeschrieben, ob ich ihm das Ding schicke. Und dann habe ich das eben als JPEG oder PDF, ich weiß es gar nicht, habe ich ihn dann zugeschickt. Könnt ihr ruhig mitarbeiten. Das ist eine coole, schnelle, auf einen Blick Hilfe. Gibt es aber bestimmt auch schon im Internet, wo irgendjemand das mal erfunden hat. Keine Ahnung. Ich wollte es auf jeden Fall, so wie ich das für mich brauche, dass ich wirklich, wenn was wäre, schnell sehe, was ist Phase, ne? Ja, wir sind jetzt kurz vor dem Zielflugplatz. Ich schaue jetzt mal, was wir noch an Zeit haben. Ja, da melden wir uns auf jeden Fall ab, ne? Völklesshofen Info, die Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor, eine SK9, eine Person, VFR-Flug von Neustadt-Saale, Echo Delta, Foxtrot Delta, bin im Moment 5 Minuten nördlich vom Platz zur Landung. Oh, das sieht aber gut aus, ey. Schönes kleines Ding. Okay, wir hauen mal die Klappe rein, nicht erschrecken, liebe Freunde. Klappe gesetzt, Trimmung nach hinten, Benzinpumpe ist an, Licht ist an. Choke ist draußen. Oh, das sieht geil aus. Guckt euch die Burg an. Könnt ihr das sehen hier mit der Kamera? Ja, ne? Oh, cool. Cool, cool, cool. Das ist gar nicht so weit weg, ey. Da könnte ich hinlaufen. Hier ist Thermik. Oh, hier geht's nochmal ab. Oha. Ja, das ist der Hang hier. Die Delta Mike Charlie Charlie Victor im langen Endanflug auf die Piste 08. Ach, da vorne haben sie einen Windsack. Alles klar, Herr Kommissar. Alles klar, Herr Kommissar. Sehr schön gemacht. Jawohl, der Wind kommt so, wie ich es gesagt habe, so aus, ja, 50, 60. Und wir haben 80. Landerichtung ist 80. Hoffe nur, dass der Wald hier links nicht zu sehr verwirbelt. Könnte ich mir fast vorstellen.
Oha, da müssen wir am Gas bleiben, Leute. Da müssen wir am Gas bleiben. Oh ja, der kommt komplett von links. Scheiße. Oh, 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 oh. Fertig. Jetzt die Frage, ob ich sie hier reinsetze oder weiterhin. 30. Oh ja, hier habe ich schon Turbulenzen. Das wird nix. Müssen wir schauen, ob das was wird. 20. 10. Too low. Terrain. Jawohl, wir sind drin. Oh, und schön gelandet. Das war doch okay. Boah. Ja, ein bisschen Lee hat man hier von dem... von dem Wald hier links. Boah, ich hab ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Hey, suchen wir uns ein schönes Plätzchen. Ja, willkommen in Völklershofen. Oh, cool. Zelt steht. Jetzt müssen wir es nur noch einrichten. Ja, ich zeige euch jetzt mal schnell mein Schlafsetup, wie das bei mir aussieht. Und zwar habe ich einmal hier so eine Eierschalen-Isomatte, dann noch so eine aufblasbare und dann den Defense 4. Ja, dann ist es schön weich und warm. Und hier vorne im Vorzelt haue ich mein ganzes Gepäck hin und hier kann ich auch köcheln. Und ich muss aber nicht das Dings hier oben eingehackt haben, sondern ich kann das aushacken. Das mache ich auch. Lege das hier runter und kann mich jetzt auch hier so draufsetzen und hier köcheln. Und könnte es zumachen hier, das Fenster, falls das Wetter scheiße wäre. Dann hat man hier einen Haufen Platz eigentlich zum Arbeiten. Hoffen wir mal, dass die Nacht dann kalt wird. Dragon Eat Lachs Pesto mit Pasta gibt's heute. Und dazu gibt's einen Tee, Lichter Magie Bratapfel. Denn nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Lecker essen. Herrlich. So, der Abend ist angebrochen, alle sind weg, ich bin hier alleine auf dem Berg. Ich habe jetzt noch so einen kleinen Kocher, mit dem ich mir jetzt noch ein kleines Feuerchen mache und da tue ich mir vielleicht noch einen Tee drauf machen. Mal schauen, wie ich durstig bin. Jetzt wird erstmal gezündelt. Ich habe mir lauter so kleines Holz hier im Wald noch geholt, hier sieht man es. Mein Holz, was ich mitgenommen habe, brennt wie die Sau, seht ihr ja. Ja, mein Resümee zu dem Platz hier. Ich kann auf jeden Fall sagen, richtig freundliche Leute, die haben Humor, die sind hilfsbereit. So was Hilfsbereites habe ich schon lange nichts mehr erlebt. Also ich wäre ja wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal hergeflogen sein. Wirklich geiler Platz, geile Location, passt alles hier. Die haben sogar Sprit hier, also für die UL-Piloten unter uns her, wer tanken muss und in der Nähe ist. Wahnsinnig cool. Und man kann hier auch schön campen, wie ihr seht, mit einem kleinen Feuer. Größer dürft ihr aber nicht werden, sonst brennt mir die Hütte ab. Ein was will ich aber euch noch zeigen, bevor ich jetzt pennen gehe. Und zwar habe ich mir in meine Mütze meine Wärmflasche reingelegt. Und da packe ich jetzt meine ganzen Devices rein. Also die strahlt die ganze Nacht. Ne? Da kommen die GoPros rein, das iPad, die GoPro-Fernbedienung, das Handy kommt da noch rein.
damit, wenn die Nacht doch ein bisschen kälter wird, ja, dass das Zeug morgen noch funktioniert, ne? Geiler Cheat, oder? Gute Nacht. Moin Moin und herzlich willkommen hier aus dem Nachtquartier. Ich habe geschlafen wie im Himmel, es war schön warm, Isomatte taugt was, Zelt ist richtig gut. Ja, und hier geht gerade die Sonne auf, beziehungsweise sie ist schon vor 2 Stunden aufgegangen. Ich habe ein bisschen länger gepennt. Mache ich jetzt in aller Ruhe Frühstück, baue den ganzen Kram ab, lunge hier noch ein bisschen rum und dann fliege ich heim. Ich habe eine maximale Sturmfrisur draufhängen. So ist das, ne? Wenn man keine Dusche im Zelt hat. Ja, wir haben einen ordentlichen Wind hier unten im Schwabelindle. Müssen wir jetzt mal schauen, wie wir da rauskommen. Der Wind wird aber deutlich reduziert sein bei uns oben in Neustadt. Also es ist nur hier unten im Schwabelindle. Delta Charlie Victor geht auf die Piste 08 und startet. Fire in the hole. Eieieiei. Hey, 70. Oh. Ah, es drückt von rechts, es drückt 100. Okay, wir sind oben, bisschen höher. Ist gut wackelig. Klappe rein, Strömung nach vorne. Ja, es geht gut hoch, ne? Oh, Vogelschlag. Boah, das war knapp, ey. Sack die Lilly, ey. Kumpel. Boah. Habt ihr das gesehen? Nee, habt ihr nicht gesehen, ne? Alter. Ein affengeiler Platz, Leute. Die Delta Mike Charlie, Charlie Victor erbittet Verlassen der Frequenz zur Landung in Neustadt Saale. Delta Mike Charlie, Charlie Victor, verlassene Frequenz genehmigt. Box 7000, gute Landung, ciao. Box 7000, danke. Delta Mike Charlie, Charlie Victor. Delta Charlie Victor im rechten Queranflug zur Piste 1-3. Okay, Queranflug heißt Klappe setzen. Fahrt rausnehmen. Jawohl. Trimmung. Delta Charlie Victor im Endanflug auf die Piste 1-3. Ja, müssen wir nochmal ein bisschen mit Gas rein. Ja, man gewöhnt sich das so an, ne, mit Schleppgas. Da ist wieder ein Vogel. Jawohl, das sieht gut aus. Gas ist komplett draußen. 120. Boah, da kam sie nochmal runter, du. Alter. Ja, herzlich willkommen in Neustadt Saale. Welcome home. Ja, ich hoffe, der Ausritt hat euch gefallen. Runter nach Völklershofen. Ich muss immer wieder drauf schauen. Into the Wild Bush Pilot. Ist natürlich in Deutschland so nicht möglich. Das war natürlich alles angemeldet. Ich habe bei denen angerufen, sehr freundlich, wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe. Und die haben gesagt, ja, kannst du kommen, bei uns ist eh Betrieb, ist viel los heute. Und ja, ist ein Flugleiter da. Und ich habe mir den Platz schön ausgesucht, Stunde entfernt, in der Natur, also am Arsch der Welt, into the wild, nenne ich es mal ganz nett, in Deutschland. Ja, und das wollte ich schon lange mal machen, ne? Und es hat mir wirklich gut gefallen, abends da unter der Fläche im Zelt zu köcheln und da zu schlafen. Also ich fand's richtig cool. Wenn ihr auf sowas auch mal Bock habt, macht's, Leute, macht's. Und ich verlinke euch auch den Platz mal unten drin in der Videobeschreibung. Die haben eine Homepage mit Webcams drauf, wirklich richtig top. Und wenn ihr da mal auf sowas Bock habt, dann bietet sich das doch an. Ja, da könnt ihr einen Gruß von mir sagen. Also wirklich... War wirklich ein geiler Trip, muss man schon sagen. Also es war sehr amtlich. Ja, dann würde ich sagen, tank ich den Hobel jetzt, stellen wir da in die Halle und dann muss ich auf die Maloche. Ne? Da wünsche ich euch was. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis bald.